Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zu einem weiteren Fauna-Video. Heute gibt es Herrschaft mit meinem Kriegsfürst, im Tempelgarten wird gespielt und die Gegner sind ganz schön hoch aufgestellt, wenn man das hier mal sieht. 109, 98, 121 und auch hier von den Ausrüstung her gut aufgestellt mit Rum 12 und hast nicht gesehen. Meine Güte. Und wir haben den Bot dabei. Also sind wir auf jeden Fall am Arsch. Am Arsch sind wir. Ich bin der Einzige, der gut ausgerüstet ist mit 180er Gear in meinem Team. Das wird schwierig. Hauptsache, es kommt gleich noch ein Spieler rein, der den Bot auswechselt und dann versuchen wir hier den Tempelgarten für uns zu beanspruchen und die Zonen einzunehmen, wie das für Herrschaft üblich ist. Aber die Gegner sind echt nicht schlecht aufgestellt mit Kensei, Highlander und Eroberer. Okay, es geht los! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Fauna auf meinem Kanal. Und wenn euch heute das Herrschaftsvideo gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für die Unterstützung des Videos, für die Unterstützung des Fauna-Projektes hier auf meinem Kanal weiterhin. Es regnet wieder. Es ist ein Arschwetter. Warum ist denn bitte der Gesetzesbringer so weit vorne gespawnt? Voll Schiebung. Ja, überhol mich halt, Friedenshüterin. Ich weiß, Kriegsfürst ist fett und läuft langsam. Voll nett von dir. Okay, wir haben A. You've lost Zone C. Es kommt gerade kein Gegner nach A. Helfe ich mal schnell da unten mit den Highlander hier wegzuschaffen. Den Müll rausbringen, bitte mal. Gesetzesbringer, du stehst voll im Weg, ne? Kommt hier noch ein Kensei angeschissen? Ach, oh ne. Ich liege. Und noch ein Berserker, ey. Nein, falsches Timing für den Gegenschlag da. Falsches Timing. Da blocke ich den Schlag von dem einen Gegner, aber der Kensei war leider schon in seiner Animation drin. Kein guter Start. Lol, ich bin Erster. Warum? Komm schon, lass uns rein. Ich will weiter spielen. Okay, wir haben gar keinen Punkt. You lost Zone A. Wir haben einfach gar keinen Punkt jetzt. Rache. Diese Fußsoldaten hier. Nee, da kannst du so schlecht kämpfen, weil du kommst da einfach nicht durch. Ich brauche meine Heilung, deswegen versuche ich mal schnell C einzunehmen, da ist eh gerade kein Gegner, um mich dann wieder hochzuheilen und gleichzeitig auch den Punkt einzunehmen, weil wir haben echt keinen Punkt. Gar keinen. Wir liegen ja mit 500 Punkten fast hinten, ey. So, und jetzt heilen wir. Na geil, jetzt haben wir zwei. So schnell kann es gehen. Okay, Kensei kommt her. Kensei, warum bleibst du dann da oben stehen, ey? Ciao, Kensei. Jetzt werde ich hier rumgetreten, ey. Muss die Nubushin loswerden, glaube ich, ja. Die Nubushin nervt ziemlich. Weil der Eroberer schlägt gar nicht, den ich anvisiert hatte. Und die Nubushi piekst die ganze Zeit mit Leichten rum. Also lieber dann auf die Nubushi wechseln. Anstatt auf den passiven Eroberer, der dich, wenn halt nur schubst. Aber gut, C ist erstmal völlig egal. Ich habe meine Aufgabe ist vollendet. Ich habe C eingenommen. Oh, zur Ablenkung. Und das hatten wir A und B deswegen. So, schnell nur das Schild in die Hand. Dann haben wir C wieder. Wir kriegen aber auch noch B, oder? Wir haben, was die Punkte angeht, wenigstens mal die Führung eingenommen hier. Oder die Führung geholt. Kommen wir zu A? Ja, komm.
Oh oh. Erstmal wiederbeleben. Danach kämpfen. Komm, 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 komm. Ah. Ich wollte wiederbeleben. Meins. So, jetzt hat man wenigstens mal wieder die Schimpfwörter geholt hier vom Kriegsfürst. Beim ersten Mal unten bei den Soldaten war das einfach übertönt von so viel Sound. Bisher noch nicht die beste Herrschaftsrunde. Aber es muss ja auch mal ein bisschen knapper sein vom Ergebnis her. Krieg ich ihn wiederbelebt? Der Eroberer sieht mich nicht. Jawohl. Da haben wir es. Nein, gegen die Wand. Ja. Dankeschön, gesetzt Springer. Mach ihn kaputt, Junge. Er läuft weg. Ja. Okay, wir müssen, glaube ich, eh hoch zu A, um den Punkt da wieder zu beschützen. You lost Zone A. Weg hier, Highlander, ey. Kann ich wiederbeleben? Nein. Schon wieder die blöde Nubushi, ey. Nein! Aha. Nein, nicht finishen! Das war Reflex. Die Nubushi tötet mich. Na, jetzt verblute ich. Ja. Blutungsschaden von der Nubushi. Aber ich habe den Eroberer wenigstens auch töten können. Belebt mich jemand? Ich glaube, die Friedenshüterin ist gerade alleine. Na, okay. Dann kommt auch schon der zweite. Dann muss ich aufstehen. Aber spielt sich alles bei A und B ab. Komm, dann gehe ich jetzt mal zu C mit dem Highlander hier zusammen, damit wir dann den Punkt dann wenigstens kriegen, weil hier kämpft überhaupt niemand. Muss man so einen kleinen Ausgleich wieder zu holen, was die Punkte angeht. You captured Zone C. So, weiter geht's. Nubushi, ey. Die wollte wieder extra hier in die Soldaten rein. Sind ja ihre. Nein. Na, jetzt kommen die Kombos. Nein. Das war knapp, ey. Erstmal Lebenspunkte wiederholen. Dankeschön. Bombe oder Pfeilhaken? Ne, Pfeilhagel. Hey, das ist ein Highlander. Was willst du denn hier, ey? Hab ihn. Wiederbeleben. Ach. Ja, hier kommen wieder die zwei anderen noch angeschissen. Mann, wieso verlieren wir? Wo bleiben die Punkte, Leute? Aber wir haben immer noch den Bot dabei. Die ganze Runde ohne Witz. Okay, A haben wir. Schmeißen hier Feuerbomben, ey. Wir müssen die ganze Runde mit dem Bot spielen. Da kommt echt keiner rein. Nee, da muss einer rausgegangen sein. Das ist ein neuer Bot. Der hat 0 Punkte. Bots mit 0 Punkten gibt's nicht. Er sieht nicht gut aus. Ich brauche meine vollen Lebenspunkte. So. Die sterben alle da vorne. Jetzt verlieren wir wieder A. You lost Zone A. Komm schon. Ein bisschen die Fußsoldaten hier wegmachen. Und dann gehe ich zu C. Wenn wir jetzt B halten können, vielleicht ein bisschen. Versuche ich noch Punkte zu sammeln, indem ich hier die C-Flagge vielleicht verteidige. Als schwere Klasse kriege ich da ein paar mehr Punkte, wenn ich hier drin stehe, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Aber doch. Geht ein bisschen hoch, die Punkte. So, B haben wir. Ich bleibe mir jetzt hier stehen.
Und sobald bei B was los ist, gehe ich dahin. Aber noch. Da sind wieder zwei bei B. Okay, der Kensei kommt hierher. Dann beschütze ich doch mal den Punkt. Na, der Kensei bleibt immer da stehen und immer wenn man dann versucht, was zu machen, macht er den Ausweichschritt. Und jetzt kommt die Nobushi noch, jetzt wird's schlecht. Jetzt kommt der Highlander auch noch. Jetzt muss ich wieder gegen drei spielen. Einer weg. Wenn ich jetzt sterbe... Nein! Ah, den Highlander habe ich noch. Den Highlander habe ich noch gekriegt. Ich hätte noch Rache. Wenn ich die Rache vielleicht noch an... Wenn ich die Rache noch angemacht hätte... Was, ich bin jetzt ganz tot? Scheiß Timing, ganz ehrlich. Ich töte fast drei Leute alleine und darf jetzt nicht nochmal aufstehen. Komm Leute, holt Punkte. Nee, das war's. Mann, hätte ich da noch schnell die Rache gezündet, hätte ich überlebt. Dann hätte ich überlebt, ey. Ja, 11 Kills hier, nix. Toll. Nee, das wird nichts mehr. Da kommt schon der zweite. Jetzt sind sie zu zweit gegen den Gesetzesbringer. Zwei sind bei dem anderen. Das war's. Schade. Einige Kämpfe waren gar nicht so schlecht, finde ich. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Schon gar nicht in Herrschaft. Wenn man alleine unterwegs ist, bist du meistens immer im Team, die meistens immer ein bisschen unterlegen sind. Aber das geht ja jedem so in der Spielersuche. Schade. Trotzdem eine Runde, die Spaß gemacht hat, hier auch mal gegen drei zu kämpfen. Hätte ich eben am Ende noch die Rache gezündet, hätte ich da vielleicht auch noch den Kensei kriegen können. So war es natürlich wieder scheiße. Na gut, Leute, vielleicht hat euch das Video trotzdem gefallen, hier ein bisschen Herrschaft zu sehen mit meinem Kriegsfürst, auch wenn die Runde nicht so siegreich ausging am Ende. Könnt ihr gerne trotzdem einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte. Also Dankeschön und bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Macht's gut und ciao, ciao.